Tante Doktor. Krieg in den Hütten, Friede vor Palästen, liegen wir lieben im Schnee von gestern, wenn wir zusammen einsam verbleiben und uns gähnend mit Zeit einreiben. Was wäre, wenn wir uns jetzt trennen, einfach aufstehen, nie wiedersehen, Leben geteilt und aus der Traum, Apfel gefressen vom falschen Baum. Kennen wir uns lang und haben wir uns lieb? Phrasen, die jemand auf Zettel schrieb. Tausendmal vorbei und immer gemeint, gemein wie man jetzt darüber weint. Was wäre, wenn in all dem Gin nur die Eisschicht die leckere ist, die letzte Runde zu schnell erläuft und keiner mehr mit seinem Seufzt. Sag gute Nacht, nimm deinen Hut, wieder sei der Mensch, hilfreich und gut. In der letzten Reihe einer aufsteht, leise Kopf schüttelt, aus dem Saal geht. Vieles umsonst, noch mehr wird schwer, schlürft das Leben hinter uns her. Kino im Kopf und aus der Traum, Apfel gefressen vom falschen Baum. Die traurige Sicht, die richtige ist, wenn Gott nun tot und Nietzsche weint und nix mehr bleibt nach unserer Zeit. Wunderschönen guten Abend. Wir sind Tante Doktor. Wir kommen aus Gießen. Wir spielen eine kleine Tour. Und unser Auto wurde abgeschleppt. Gleich am ersten Tag. Ja. Ja, Mensch, was gibt's zu sagen? Wir kommen aus dem Krankenhaus und spielen fröhliche Songs über Tod und Sterben. Das war das Lied Krieg in den Hütten von unserem aktuellen Album Bipolar. Wir erzählen auch immer mal einen Witz, damit es ein bisschen lustiger wird, weil die Lieder so traurig sind. Kennen Sie die drei Lügen im Krankenhaus? Erstens, erste Lüge, es tut nur ganz kurz weh. Zweite Lüge, ich bin gleich wieder da. Und die dritte, aber noch schlimmste Lüge ist, und wenn Ihnen der Kollege in die Augen guckt,
und sagt, machen Sie sich keine Sorgen, ich habe das schon 1000 Mal gemacht. Ja. Ja, danke schön. Gut. Ja. Nächstes Lied? Nächstes Lied, Sarah? Ja. Ja. Ich sage noch was zu dem Lied. Also, das Lied heißt Kühlschrank und geht auch quasi über den Kühlschrank im Krankenhaus. Und im Krankenhaus befinden sich ja im Kühlschrank vorwiegend die Leichen. Und warum das Lied entstanden ist, ist einfach, dass Hans morgens zur Arbeit geht. Das ist immer so ein großer und so ein kleiner. Und der eine ist dick, der andere ist dünn. Und die schieben halt die Leichen raus morgens und die grüßen nie. Die sagen nie guten Morgen. Die Leichen. Beide. Der große und der kleine und dicke. Und die Leichen. Gut. Und deswegen spielen wir jetzt Kühlschrank. Im Kühlschrank, bevor sie in die Patto gehen. Das ist immer schwer und mühsam, hat man sie noch nie laufen sehen. Das ist ein einzelner Freakshow, Aliens von nebenan. Und an jeder kleinen Freakshow Schicksal dran. Badum, bum, badum, bum, badum, bum, ba. Badum, bum, badum, bum, ba. Badum, bum, badum, bum, badum, bum, ba. Badum, bum, badum, bum, ba. Das Blut, das ist bei uns im Kühlschrank. Denn kaltes Blut ist ziemlich hip. Wenn der Kreislauf erst mal stillsteht, tanzen alle einfach mit. Der Blutbote, der verfahrt, denn das Dreirad ist zu schnell. Damit fährt er dann die Zeit tot, wird es morgens wieder hell. Ja, auch kein warmes Bier. Und je zerbrechlicher das Fläschchen, desto teurer ist der Wein. Je mehr hier irgendetwas kostet, umso besser muss es sein. Scheißegal,
denn sie sehen sich ja wieder. Tschüss, danke, auf ein nächstes Mal. Dankeschön. Sarah, willst du nicht noch einen tollen Witz erzählen? Ja, gern. Habe ich noch nie gehört. Ja, also ich erzähle den Witz nie. Heute ist das erste Mal. Ironie, Klammer auf. Es ist ein Fragewitz und wahrscheinlich die Brillenträger unter euch, die erkennen sich vielleicht wieder, beziehungsweise haben das vielleicht schon mal erlebt. Der Witz geht so. Woran merkt eine Frau oder ein Mann vielleicht auch, dass er einen Augenarzt oder eine Augenärztin im Bett hat? Weiß jemand? Der fragt immer nach, ist es so besser oder ist es so besser? Wird es jetzt nur größer oder auch schärfer? Ja, es werden immer besser, ihr merkt schon. Ja. Ja, neulich hatte ich einen Patienten im Aufwachraum, der hatte gerade die Zähne amputiert bekommen und dann sagte er, Herr Doktor, ich muss mir nie mehr die Nummer der Auskunft merken. Ich gucke einfach auf meine Füße und sag 01013. Ja, gut. Ja, spielen wir noch einen, oder? Ja, mach mal lieber Musik. Ja, komm. Können wir nachher machen mit dem Kennenlernspiel eigentlich, ne? Oder können wir eigentlich jetzt machen, oder? Nach dem nächsten. Nach dem nächsten? Ja, okay. Wenn du das sagst. Ich sag das. Okay. Das ist jetzt schwer. Ihr müsst uns helfen. Gut, los geht's. 1, 2, 3, 4. Ja, dann scheiß der Teufel.
scheiß der Teufel. Ja, dann scheiß der Teufel auf den größten Haufen hin. Pupillenstern, nix reagiert. Der Kopf immer zuerst verliert. Und Trauma zu viel Zeit vergängt. Bleibt die Frage nach dem Sinn. Jetzt lernen wir uns noch ein bisschen kennen, oder? Wir müssen ja unsere Studie noch machen. Ja, wir müssen unsere Studie noch machen. Wir machen eine Studie zurzeit. Und zwar habe ich so einen Kollegen, der gerne brüllt. Er brüllt, eine seiner Thesen, die er so in den Tag hineinbrüllt, ist: Herr Vogtmann, merken Sie sich, wer raucht, der säuft auch. Und das versuchen wir so rauszufinden, ob das wirklich so ist mit unterschiedlichen Publika. Und deswegen machen wir immer so eine Umfrage, aber nicht so klatschen jetzt, so, das ist ja viel zu einfach, sondern wir machen so ein anonymes Raunen wie beim Urologen. Ja, so ein oder so. Willst du den Poll machen? Ich kann fragen, ja. Also wir machen jetzt erstmal so alle zusammen, so, um jetzt mal so das Grundraunen herauszufinden, wie das so in der Masse ist. Und ich zähle bis drei und dann raunt mal so jeder, wie er so kann. Okay, 1, 2, 3. Oh ja, gut. Gutes Raunen. Ja, urologisch erprobt. Ja, absolut. Okay, und jetzt mal nur die Raucher. Auch wieder auf 3. 1, 2, 3. Boah, sind aber im Buchladen nur. Ja, da war gestern war ein bisschen verhaltener, aber ja, das hat nicht gestimmt. Ich habe die alle draußen stehen sehen. Die waren aber ein bisschen beschämt. Na gut, gut, jetzt kommt sozusagen die große Auflösung. Jetzt die Säufer, wieder auf 3. 1, 2, 3. Es sind immer ein paar mehr Säufer als Raucher. Es stimmt nämlich nicht ganz. Mhm. Ja. Hey, wir kommen schon zum letzten Lied. Es ist ein Liebeslied. Wir nennen es intern den Porno, weil es sich anhört wie Musik zu einem alten 70er-Jahre-Porno. In unserer Aufnahme. Es wurde auch geschrieben von 3 Männern alleine in einer Waldhütte. Und eigentlich handelt es von Hans Großeltern. Ja. Ja, gut. Sagen wir einfach. And I'll be here, left without you. I'll be missing you quite much. I'll be waiting down here. I'll keep looking out for you. And you've been there for a long time. You were always there for me. Your kind heart coping with mine. You were looking out for me. Nobody's here. Since you are gone, I now wanted to hear the theme of this song. Just
is my only hope. When it's time for intervention, I will kill my lonely ego. We might be there reunited. We might get another chance. We will keep on waltzing swiftly, dancing all the way to hell. Nobody's here. Since you are gone, I now wanted to hear the theme of this song. Nobody's here. Since you are gone, I now wanted to. See?